Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute ist das Thema Client-Server. Da erinnern wir uns mal zurück an die letzte Vorlesungseinheit. Da hatten wir gesagt, Client-Server, es funktioniert so. Ja, es gibt hier so ein paar Rechner, die bestimmte Dienste anbieten. Und hier gibt es Clients, ne, da sitzen die Menschen davor. Also hier wird eine Aktion ausgelöst und dann wird erwartet, dass auf der anderen Seite hier eben eine Reaktion passiert. Also zum Beispiel, dass Daten abgespeichert werden oder dass irgendwie Kommunikationseinheit, also ein Fax benutzt wird oder dass eine Seite ausgedruckt wird und so weiter. Und das heißt also hier auf der Client-Seite, das ist quasi der Kunde, der sagt, ich brauche mal das und der Server, der stellt es dann eben bereit. Hier gibt es auch eine kleine Doppelung in der Bedeutung, also Server nennen wir ja einmal diese Kiste, also das Gerät, aber eben auch die Software, die hier läuft und eben diese Funktion bereitsteht, wird als Server bezeichnet. So. Wie muss jetzt so ein Server implementiert sein? Also der muss auf das Protokoll reagieren, was wir schon festgelegt haben. Ja, er kennt alle im Protokoll festgelegten Aktionen im Vorhinein. Ja, jede Aktion ist klar definiert, ist also völlig klar, wenn der Client irgendeinen Befehl schickt, was der Server zu tun hat. Ja, und jeder denkbaren Situation ist eine bestimmte Aktion zugeordnet. So, das heißt, im Umkehrschluss, der Server reagiert immer auf das, was vom Client geschickt wird und zwar eindeutig. Das heißt, der Server muss ein Automat sein. Das können Sie sich gleich mal merken. Wir werden uns nämlich noch mit der Automatenprogrammierung beschäftigen und dann passt das nämlich nachher auch wieder zusammen. Also, schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Einfache Datenhaltung. Ja, wir haben hier einen Datenkonsumenten und auf der anderen Seite einen Datenspeicher. Ja, also hier, die Maschine hat einen Datenspeicher. Da sind die Rollen relativ leicht zu identifizieren. Das ist der Client, der möchte hier was abspeichern, also die Zugriffsrichtung ist die und der macht es dann, führt es dann einfach aus. Client-Server, eindeutige Rollen. So, bei der verteilten Datenhaltung wird es schon schwieriger. Nehmen wir mal an, wir haben hier mehrere Datenspeicher, was weiß ich, verschiedene Netzlaufwerke auf verschiedenen Rechnern. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also entweder der Client macht jedes Mal die Arbeit und dursucht die Datenspeicher einzeln. Gibt es ganz oft, hier an der Hochschule haben wir auch mehrere Laufwerke, das Gruppenlaufwerk, Sie haben hier Home-Laufwerk und so weiter. Wenn Sie was suchen, durchsuchen Sie im Prinzip alle Datenspeicher nacheinander. Ja, das macht der Client hier und er sucht, dann bleibt die Aufteilung wie gehabt. Ja, ich habe hier beim Datenkonsumenten den Client, der durchsucht den Server, der sucht auf dem Server, der sucht auf dem Server und irgendwann findet er das, was er sucht. Was man aber auch machen könnte, ist, dass man sagt, naja, ich mache zwar eine verteilte Datenhaltung, hier hinten mehrere Rechner, aber für den Client selber sieht es nur aus wie ein File-Server. Ja? Dann würde man sagen, ich habe hier Datenspeicher, da Datenspeicher, da Datenspeicher, der ist verteilt, der ist redundant meinetwegen oder ist auf verschiedene Rechenzentren verteilt oder einfach nur auf verschiedene Maschinen. Ja? Und dann würde man nämlich hier einen Client implementieren, der auf diesen Server zugreift. Und dieser Server hat intern wieder eine Client-Komponente, mit der er eben diese anderen Datenspeicher zum Beispiel durchsucht oder Daten abruft und die dann eben entsprechend an den Client ausliefert. Ne? Dann sind die Rollen so, dass man im Prinzip in diesem Rechner Server und Client vereint hat. Schauen wir uns mal den Anwendungsfall entferntes Rechnen an. Na, wenn man den ganz einfach betrachtet, dann ist es einfach, ich habe hier eine Aufgabe, ich habe hier ein Rechner, der ganz viel Rechenkapazität hat, ja, dann mache ich hier Client, Server, ich schiebe die Aufgabe hier hoch und warte einfach, bis das Ergebnis wieder zurückgepurzelt kommt. So, spätestens wenn ich jetzt zum verteilten Rechnen komme, ja, da können wir die Rollen anders verteilen. Also wir können wieder den Klassiker machen, wir sagen einfach, ich verteile das, es gibt so einen Scheduler, der verteilt die Aufgaben, manchmal bauen ja auch Aufgaben aufeinander auf, das heißt, es wird eine Teilaufgabe berechnet, aus der ergeben sich neue. Und der Scheduler, der verteilt das jetzt einfach hier, ne, der ist auf dem Client implementiert und der verteilt es jetzt auf diese verschiedenen Rechenserver. Wenn er ein Ergebnis hat, schickt er das zurück. Ja, und dann macht er vielleicht eine neue Aufgabe und schickt die wieder an so einen Server, der Rechenkapazität bereitstellt. Das hat jetzt den entscheidenden Nachteil, dass der Aufgabensteller hier im Prinzip seinen Client die ganze Zeit zur Verfügung stellen muss, also im Prinzip anlassen muss. Ja, deshalb macht man das lieber anders, dass man sagt, denn der Scheduler, der ist auf einem Server implementiert. Ja, der Client nimmt die Aufgabe, schiebt die auf den Server und sagt, mach mal, ja, interessiert mich jetzt das Ergebnis. Und das Verteilen auf die anderen Server, das macht eben hier dieser Server. Entsprechend müsste hier dann auch wieder
entsprechender Client implementiert sein in dem Scheduler. Das geht aber auch umgekehrt, dass man es andersrum macht, dass man sagt, naja, ich schiebe meine Aufgabe auf den Server, ja, und der macht den, hat den Scheduler, macht also verteilt die Teilaufgaben. Und es ist jetzt nicht so, dass der die direkt auf die Server verteilt, sondern dass hier diese Rechenknoten auch wieder nur Clients sind, die sagen, na, ich habe freie Rechenzeit, ich hole mir mal eine Aufgabe vom Server. Ja. Dann wären das hier oben ja zwei verschiedene Server, nämlich einmal ein Aufgabenentgegennahmeserver und einmal ein Teilaufgabenbereitstellungsserver. Ja. Beides sind Serveraufgaben, so dass ich hier verschiedene Clients habe, nämlich einmal den Client für ich stelle eine Aufgabe und laste die hier in den Scheduler ein und einmal einen Client für ich hätte mal Rechenkapazität übrig, gib mir doch mal eine Aufgabe. Dann rechnet er die und schiebt dann das Ergebnis auf den Server zurück und der Server wird dann das Scheduler vermerken und sagen, ja, diese Teilaufgabe wurde berechnet. Und dann entsprechend vielleicht eine andere Teilaufgabe dem Client übergeben. Ja, also so kann man mit diesen kleinen Serverrollen da ein bisschen spielen, je nachdem, was man für eine Anwendung hat. Ja, schauen wir uns mal ein berühmtes Beispiel an, was wir täglich benutzen. Wäre jetzt der Webserver, ja, also wir haben hier einen Server, ja, und hier ist der Client, da ist die Rolle völlig klar, hier ist der Betrachter, der möchte auf einer Webseite was sehen und im Webserver drin, also der läuft jetzt hier auf dieser Maschine, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, entweder der holt das, was Sie da abrufen wollen, direkt aus dem Datenspeicher, aus dem Dateispeicher, also sprich aus dem Filesystem, ja, oder der führt ein Programm aus und holt die Daten aus der Datenbank, ne? Also wenn Sie zum Beispiel Ihre personalisierte E-Mail-Seite hier in unserem Exchange-System, in der FH sehen, dann wird die ja über ein auf dem Webserver laufendes Programm berechnet, also sprich werden die Ihre E-Mails aus der Datenbank abgerufen und dann entsprechend hier dem Client übertragen. Und wenn Sie dann oben links das Logo zum Beispiel, das liegt einfach hier im Dateispeicher rum, ja, und dann wird es vom Server auch übertragen. Dem Client ist es am Ende ja egal, wo die Daten herkommen. Der Webserver wird dann immer entscheiden, ob er den Dateispeicher nutzt oder ein Programm ausführt. So, das waren jetzt mal ein paar Beispiele zu Client-Server. Wichtig ist einfach, sich zu merken, dass die Architektur so ist, dass der Client etwas anstößt und dann der Server entsprechend reagiert, dass der Server und auch der Client dazu natürlich das Protokoll kennen müssen, nachdem hier gearbeitet werden soll. Sie müssen sich auch beide dran halten, sonst gibt es einen Fehler. So, und je nachdem, wie man jetzt die Aufgaben des Servers zuschneidet, also wo man quasi so Protokoll Schnittstellen definiert, kann man jetzt also verschiedene verteilte Anwendungen schaffen, so wie wir das in der letzten Vorlesung gesehen haben, wo wir gesagt haben, die Anwendung können wir eigentlich an verschiedenen Stellen durchschneiden. Na, je nachdem, wo ich sie durchschneiden will, brauche ich dann eben einen entsprechenden anderen Server. Was wir auch gesehen haben, ist, dass man diese Client-Server-Anwendung im Prinzip kaskadieren kann. Also der Server, der jetzt zum Beispiel die Webseite erstellt, der hält nicht unbedingt auch die Daten, sondern der fragt dann zum Beispiel einen Datenbankserver, um ihre persönlichen Informationen abzufragen.